jetzt alle gelesen? Also bei diesem Roman hat man immer den Vorteil, dass die meisten das sowieso nicht gelesen haben. Da kann man halt erzählen. Und es lohnt sich aber ja nicht, das zu Ende zu lesen, wenn es sowieso anders wird. Naja, also O'Neill, wir haben das auch mal gemacht, war Marc? Ja. In Zürich. Trauer muss Elektra tragen. Ach, schön, was jetzt ist gut. Boah, komisch war die Arbeit. Ja, das stimmt. Naja, ist so, wenn man den liest, ich weiß jetzt. Naja, ich versuche mal ein paar Sachen so. Haben so nach dem Stoff gesucht und da ist der. Ich hab das nicht gesehen, der Peter Stein hat das mal inszeniert und der Kruse auch. Und ist das hier die Fassung von Peter Stein eigentlich? Ja. Ja, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Aber ja, vielleicht doch. Naja, das ist so komisch. In letzter Zeit, wir arbeiten so hintereinander. Bisschen wie so eine Fabrik. Also so ein bisschen absurd. Ich bin ja arbeitslos und obdachlos. Ja, egal, ich muss das sagen. Und das wird, je kürzer Probenzeit ist, desto länger wird das. Ich weiß nicht, das ist krankhaft. Und das ist okay. Naja. Ja. Aber ich freue mich eigentlich, wieder in einem richtigen Theater zu arbeiten. Das ist so schön groß hier. Ja. Das ist wirklich toll. Also Berliner, also man guckt hin und so irgendwie, es ist alles so klein, so wie Puppenstube. Ja. Und hier ist schon ein schönes Theater, hat natürlich auch mehr Plätze, ist auch wieder ein Nachteil. Und der O'Neill, weiß nicht, kennt ihr so die Bio, naja, so, das ist schon eine merkwürdige Biografie, die der hat. Ich weiß ja nicht, wo man so anfangen soll. So das amerikanische Theater so im 19. Jahrhundert hat ja eine super, also wenn man die ganzen Autoren wie Henry James und Mark Twain und Edgar Allan Poe, also aus diesem ganzen Umkreis, Upton Sinclair, das ist ja großartige Prosa-Schriftsteller und im Theater war das immer ganz komisch, weil im 19. Jahrhundert war also das amerikanische Theater zutiefst kommerzialisiert, also in Paris war das, also haben wir ab diesem Kaiserreich von Napoleon III. So eine merkwürdige Tendenz der Quantifizierung des Ästhetischen in der Oper, wo es eigentlich immer nur noch um das wirklich schöne Singen ging, um das Besondere des Star-Betriebes, analog auch im Theater, aber vor allen Dingen in der großen Oper. Also was den Richard Wagner dann zur Weißglut gebracht hat, als er da war, wo er erfolglos war und mit dem Bakunin im Nacken, mit seinem Hang auch zum gewissen Hinsicht Anarchismus, bevor so wurde, wie wir ihn kennen, sich gegen dieses ganze merkwürdig italienisch-französische gewehrt hat und dagegen eben dieses ja, Idee des Gesamtkunstwerkes, wo eigentlich derjenige, ja, auch so eine Idee, jeder ist Künstler, jeder, der spielt, kann auch singen, also so eigentlich etwas, was uns dann, wir haben den Ring in Bayreuth gemacht, irgendwie schon ist das merkwürdig. Eigentlich wollte der ja diese komische Bayreuth nur für einen einzigen, für einen Zyklus des Ringes vorstellen und danach abreisen. Alle sollten umsonst hinkommen. Ist so eine ganz merkwürdige andere Sicht eben auch, was Kunst vielleicht in so einer Gesellschaft, die sich erst finden muss wie die deutsche im 19. Jahrhundert, wo überall woanders eine Nationalstaatlichkeit vorhanden war. Und dadurch eben sowas Besonderes kam, wie auch so eine Idee. Erstmal hat Wagner sich oder die Interpretation weiter von entfernt,
dass man eben das spielerische Moment, das, was zwischen Menschen passiert, dass das was wichtig ist und dann auch einen musikalischen Ausdruck erfährt. Das macht aber nach wie vor, wenn man da den abklopft, da den Wagner, ganz interessant. Bei O'Neill ist diese in Amerika diese Kommerzialisierung, eigentlich ist der Impresario oder der Manager das Entscheidende, wie wir heute noch am Broadway haben. Und dann die Stars, die alle hinkamen, Sarah Bernhardt, der Keen aus England, der hinkam. Und die eigentlich auch Mittelklassen, die dann über das gesellschaftliche Ereignis im Theater sich auch gefunden haben, über so eine Art, wo das Melodram wichtig war, also mit all dem, wie man das kennt, Erwartungen, ein Happy End immer wichtig, die Unschuld, das Böse, immer so ganz einfache Sachen, die man sofort übersetzen kann. Das hat auch einen Opernaspekt, wie das in Frankreich bei Meyerbeer, bei vielen, bei Gounod, bei Berlioz, sowas Ähnliches hat. Aber entscheidend ist eigentlich der Star, der in der Mitte steht, der Manager, der ihn macht. Und der Manager ist zur wirklich wichtigsten Theaterfigur geworden. Der Vater James O'Neill, also der Vater von Eugene O'Neill, der war eigentlich ein Hochbegabter, ähnlich wie der Keen. Also wir haben mal das Stück gemacht von Sartre und die alte Dümer-Fassung von vom Keen, der als englischer Superstar nach Amerika kam, aber dann hat er, wenn er seine eigenen Interpretationen von Hamlet oder Othello gemacht hat, dann haben sie ihm ganz schnell Theater unterm Hintern angesteckt. Ja, also die Publikum kam hin und hat gesagt, was man erwartet, und wurde radikal eingefordert, auch bis hin zu Handgreiflichkeiten oder so ein Theater auch anzustecken. Und der Vater James O'Neill von dem Eugene, der war der berühmteste Darsteller, und damit hat er Hunderttausende verdient von dem Grafen von Monte Cristo. Aber das wurde, also wenn die Leute wollten, konnte man das auch in 40 Minuten spielen. Und dadurch ist er auf 6.500 Vorstellungen in seinem Leben gekommen. Aber hat sehr viel Geld verdient. Wollte immer was anderes, und vielleicht war das auch so eine Geburtsstunde für seinen Sohn, der also in Hotels geboren war und rumtingelte. Und ja, ein Ungeheuer, also so ein Rambo-ähnliches, Leben am Anfang hatte. Also der in der Truppe seines Vaters war, der gespielt hatte, der schon relativ früh sich in Schreibübungen begeben hat, der mit 20 geheiratet, Kind bekommen. Der Vater wollte dann doch lieber, dass er Goldgräber in Spanisch Honduras wird, und dann war eigentlich noch eine große Chance, die er hatte, zum Meer zu fahren. Guck nach vorne, was bleibt dir übrig, das Meer. Und er ist erst auf Skandinavien gewesen, schwedisch, norwegische Schifffahrt, er ist in Argentinien gewesen, also er war eine große Zeit auf dem Meer, sowohl wie dann später die Hauptfigur, der Cenk in dem Harry in Affen, ist er gefahren, sowohl auf den alten Segelschiffen als auch eben dann auf diesen Maschinenschiffen, wo die Menschen eben arbeiten wie Tiere, um den anderen die Passage in der ersten Klasse zu ermöglichen. Und diese sozialen Erfahrungen, die er hatte, dann immer wieder versucht, an Land zu gehen, immer wieder zwischen Alkoholismus, mit Leuten zusammenleben, also wie später auch hier, wenn der Eismann kommt, wo sie ganz verschiedene gestrandete Menschen sich treffen, ihre Geschichten erzählen, eigentlich versuchen, aus etwas, was Bürgerlichkeit, immer etwas Antibürgerliches rauszukommen, aus dem, was man vielleicht so Arbeitsteiligkeit oder der Fluch der Arbeitsteiligkeit, der Fluch so einer gesellschaftlichen Norm zu entsprechen, rauszukommen. Also er wohnte da auch in einer Hölle, so hieß es auch, im Höllenloch, und gab sich immer mit den Leuten eben klassenübergreifend, auch mit denen, die Underdogs waren, zusammen. Das Komische ist, in so einer Zeit nimmt er langsam wahr, auch über den Einfluss Anfang so des 20. Jahrhunderts, wie viele, ist der Einfluss von jemandem wie Strindberg ganz wichtig, von Dostojewski und vor allen Dingen natürlich von Nietzsche, in dem Zusammenhang eben auch so ein Junghegelianer wie Max Stirner,
der so ein Individualanarchist war, der Einzel- und das Eigentum, der gegen das, was Karl Marx hat, die Versachlichung der gesellschaftlichen Beziehungen in der Arbeit, die die Entfremdung produziert des Einzelnen, weil der Mensch seine Arbeitskraft verkauft und dadurch eigentlich selbst zum Vergegenständlichen, zu jemand, der sich selbst als Ware anbietet und darüber seinen Lebensunterhalt verdient. Aus dem also Marx mit des 19. Jahrhunderts in der deutschen Ideologie auch das entfremdete Bewusstsein, das nicht bei sich seine, die Ideologie produziert. Aber eben aus diesem Grund des Arbeiten müssen, aus dieser Arbeitsteiligkeit. Der Max Stirner sagt, man muss die Sachen wieder, dieses Band, was da war, durch eine andere Vereinigung von Menschen, von Mensch zu Mensch und nicht von Warenverkäufer zu Warenkäufer verändern. Und das Einzige, was der Mensch hat, ist sein Selbst. Das Wichtigste in meinem Leben bin ich, also so ein extrem Anarchist, individualen Anarchismus, der eigentlich auf den Einzelnen wirft. Und wenn alles abgeschminkt ist, dann bleibt nur die Individualität des Einzelnen übrig, der mit dem anderen dann kommunizieren kann. Das ist so eine Hoffnung, Jahrzehnte, Jahrhunderte, 100 Jahre, 150 Jahre später, schreibt Baudrillard sowas über den Hass, vor 20, 25 Jahren, kurz vor seinem toten Aufsatz über den Hass. Es ist merkwürdig, dass überall in den Straßen von Paris und in Frankreich überall das Wort Hass steht. Nicht mehr mit einer Objektbezüglichkeit, was hasse ich eigentlich, sondern nur als eine elementare Kraft des Wehrens, eigentlich fast so Max Stirner-mäßig, was übrig bleibt dem einzelnen Menschen, um sich zu wehren. So die Anonymität von Protest und dass man nicht mehr glaubt an, naja, Veränderungen, die aus dem politischen Kontext kommen oder aus dem, wo Schutzmechanismen, patriarchalisch, ob die Kirche, Gewerkschaften, Parteien, waren, ist letztlich das, was wir, glaube ich, auch an uns fühlen, dass wir so jeder auf sich selbst zurückgeworfen ist in dieser Gesellschaft, die alles ermöglicht. Demokratie heißt ja vor allen Dingen, dass ein Markt da ist und wir alle begrenzt, unbegrenzt eigentlich in diesem Markt kaufen sollen. Also der Rambo hat dann als einer der ersten über Demokratie während der französischen Kommune 1870-71 geschrieben, zu verkaufen und Demokratie, alles ist zu verkaufen für die wilden Völker, die wir kolonialisieren werden. Und das kommt alles auf uns zu sehen, der Fluch der Bewegung, der Demokratie. Und das ist eigentlich etwas, wo der O'Neill und Rambo kannten sich natürlich nicht. Rambos Geschichte ist eigentlich die eines genialen Poeten, von dem Bertolt Brecht in seinen frühen Jahren alles gelernt hat, also wie beim Baal. Das war Rambo 1870-71, wo er durch dieses Paris der Kommune mit seinem Freund Verlaine gezogen ist und versucht hat, alles in Frage zu stellen, aber auch durch das Leben. Eigentlich auch wieder so ein Zug individuellen Anarchismus, wie es der Max Stirner beschreibt. Und O'Neill kannte es nicht, hat aber viele Ähnlichkeiten. Also Rambo geht dann irgendwann nach 71, schreibt kein Poem mehr, geht nach Afrika als Waffenhändler, macht dort seine Geschäfte, kommt mit Mitte 30 nach Marseille mit Wundbrand zurück und wird dann Mitte 30 sterben. Und das ist ein Vorbild für alle Amerikaner, zum Beispiel für Jim Morrison war Rambo die zentrale Figur. Man könnte so O'Neill irgendwie unterstellen, der sehr besonders in dieser Aufnahme war. Da waren eben Strindberg, Nietzsche, Freud, Jung. Also auch immer die Frage, da muss doch noch was anderes hinter dieser Folie der Wohlgefälligkeit der bürgerlichen Gesellschaft sein. Und das sind eigentlich die verdrängten Sachen. Also alles, was der Amerikaner, der Puritanismus, der natürlich das Theater im Sinne auch europäischer Aufklärung immer versucht hat zu domestizieren, also in einer Art, wo man gegen das, was da im Theater durch Schauspieler hochkommt, aus dem Unterbewusstsein, dass es durch diesen Puritanismus, durch die Art und Weise, jeden Tag wohlgefällig vor Gott zu sein und durch die Arbeit zu zeigen, dass man ein gottesgläubiger Mensch ist, der das Paradies verdient hat. Also nicht wie im katholischen Raum sündigen und dann zur Absolution kommen und wieder alles ist verziehen und man kann jede Sünde von vorne anfangen, sondern sein Leben lang, das ist der Sinn des Protestantismus für den Kapitalismus, dass man jeden Tag und jede Stunde für dieses System zur Verfügung steht, durch Arbeit.
Und diesen O'Neill ist so komisch, er schreibt ja diese Stücke. Es gibt so drei Stücke, die eigentlich wie so ein Dreieck sind. Das ist der Hari Affe, das ist der Kaiser Jones und das ist das Maskenstück über den großen Kaiser Braun. Es ist eine Zeit der Beschäftigung, wo der Expressionismus so wichtig wird, obwohl er ihn nur mittelbar, nicht unmittelbar zur Kenntnis genommen hat, gebrochen durch Philosophen, durch Psychologen und auch in gewisser Hinsicht durch die Kenntnis so deutscher Expressionisten beispielsweise. Aber es ist auch der Aufbruch, den der Brecht, also den man manchmal zum Expressionismus rechnet, der für mich eher ein Surrealist oder ein Dadaist ist, weil er dieses ganze O-Mensch-Pathos, dieses auf den einzelnen Menschen zurückgeworfenen, den Ausbruch, also all das, was für einen Expressionismus der Vater-Sohn, der Vatermord, die gespaltenen Verhältnisse, also derjenige, der erst im Tod Erlösung den Menschen gibt, das Strindberg, also nach Damaskus oder in seinen Fräulein Julie, und man merkt, der Geschlechterkampf, der dort vorhanden ist, es ist aber auch der von Zivilisation und von Natur oder primitiven Kulturen, was alles aufeinander mit einmal wieder rausgegraben wird und entdeckt wird. Also durch das Maskenspiel Brecht entdeckt das O'Neill, die Kunst, also in seinem Memorandum über die Maske in den 30er Jahren theoretisiert er nochmal darüber. Aber auch Brecht hat über das No-Spiel erstmal die Fremdheit von Masken, also dass das eine Typisierung des Psychologischen, dass es da ist, dass etwas außerhalb ist, was mit der bildenden Kunst auch zu tun hat. Man guckt hin und man sieht einen Menschen, der spricht, der denkt, der fühlt und trotzdem ist es so etwas merkwürdig, sich nicht beweglich, ist die Maske. Die Kunst der Maske, die in vielen Kulturen eine ganz große Rolle spielt, auch in afrikanischen Kulturen, die da vorhanden ist. Und er entdeckt sie. Und in dem großen Kaiser Braun ist eigentlich auch dieses nietzscheanische Prinzip von Apollinischen, also vom Geistes, von der Klarheit, von dem, dass man, wenn man so will, vorprotestantischen, dass man dem Rationalen, dem Überlegten ein Altar bietet. Und das andere, wovon Nietzsche ausgeht, ist aus dem Geiste des Rausches wird die, aus dem Geiste der Musikalität wird die Tragödie geboren, also aus dem Rauschhaften, aus dem Unbestimmten, aus dem Dionysischen. Und da gibt es eine, die heißt auch Dion oder Dion, eine Figur, und die haben ständig nur Masken um, und ganz am Schluss ist eigentlich derjenige, der von dem anderen die Maske, die man für die Realität erachtet, wird sich die Frau in die Maske von jemand verlieben, der eigentlich ein ganz anderer ist. Wenn man den Brecht Anfang der 20er Jahre liest, also Baal, Trommeln in der Nacht, Dickicht der Städte, das sind ja alles, da wird der Amerikanismus, also gerade im Dickicht der Städte, das ist Upton Sinclairs Dschungel, also in der Chicagoer Fleischfabrik, wie die Menschen dort durch die Vergegenständlichung der Arbeit tatsächlich vernichtet werden, auch als Menschen, sowohl physisch als auch psychisch. Also die Einflüsse gehen auf der einen Seite von Europa nach Amerika, kommen aber auch wieder zurück. Und der Brecht nimmt wie den ganzen Jazz, wie alles, was fremdartig ist, was den guten Sport, also Brecht, das ist das Schöne, wenn man am Berliner Ensemble arbeitet, dass man sich daran erinnern kann, dass der nach 45, also aus dem Exil, dann über die Schweiz nach Deutschland kommt und Tabula Rasa macht, also nach diesem ganzen nietzscheanischen Schwumpf in den Köpfen bis 45, macht er da etwas, und er macht wieder klares Denken als eine wesentliche Komponente von Theater aus, ja, also in diesen gleichnishaften Stücken, die er macht. Und das ist das Besondere, was er wirklich in den 50er Jahren am Berliner Ensemble gemacht hat. Ein bisschen früher, ein paar Jahrzehnte vorher, in den 20er Jahren, schreibt er eben auch die Drei-Groschen-Oper oder eben Trommeln in der Nacht, und überall gibt es diese Überschriften, Glotz nicht so romantisch oder Ich hab's bis zum Hals, es ist gewöhnliches Theater, der Mond ist aus Papier, die Bretter sind aus Sperrholz, das Einzige, was zählt, ist die Fleischbank dahinter. Das sind eigentlich all die Sachen, die auch bei O'Neill in einer anderen Form kommen. Melodram, was sich gut verkaufen ließ, und das, er war der Erste, der eigentlich dagegen angeschrieben hat. Er nimmt Versatzstücke von Melodram und treibt sie woanders hin, also eine fast bildhafte Stagnation, die Figuren,
sind ja in dem Sinne, haben jede Psychologie, auch wenn sie keine Masken, also er hat mehrere Maskenstücke geschrieben, aber bei Marienaffen, es ist ja was anderes, es ist wie im Melodram oder wie im Märchen, da schuften unten schwarze Menschen, man denkt ja an Schwarz-Weiß-Kontraste, da ist die Hölle in den Feuerluken, da wird ja arbeitet, da wird fürs Fortkommen arbeitet. Cenk sagt, er ist stolz eigentlich darauf, Arbeiter zu sein, eben nämlich so ein Schiff, also so eine Wirtschaft, so eine Gesellschaft tatsächlich durch seine Arbeit weiter zu bewegen. Es gibt andere Figuren, Pat, die sich darüber lustig machen, früher das Handgemachte, die alten romantischen Zeiten, die Segel, da wo wir noch eine Beziehung in der Arbeit mit dem anderen Menschen hatten, das waren Verhältnisse, jetzt ist diese Entfremdung augenfällig. Jane glaubt nicht daran und denkt an seine Kraft, die er hat. Er wird einen argen Weg der Erkenntnis bis zu seinem Tod gehen. Ähnlich umgekehrt, wie derjenige schwarz ist, aber durch weiße Verhältnisse sehr weiß geworden ist. Und erst durch den argen Weg der Erkenntnis bei Kaiser Jones, durch den Urwald, der Urwald, der mit einmal etwas völlig Anthropomorphes hat, ja, vermenschlicht ist, wo die Bäume anfangen zu sprechen. Auch das ist ein kollektives Unterbewusstsein, was wir alle haben, also nach Jung und nach Freud, dass in uns etwas ist, was wir nur manchmal durch Impulse abrufen können, dass wir wissen, zum Beispiel die Angst vor der Dunkelheit. Und wenn der Schwarze, der sehr weiß in seiner roten Uniform, man denkt an die ganzen Kaiser von Haiti, die in der Zeit seit Ende der Französischen Revolution dort ein Kaiserreich in Haiti und eins der ärmsten und ausgebeutesten und voodoo-trächtigsten Nationen in der Karibik. Darüber hat er auch geschrieben, hier beim Kaiser Jones, man denkt da immer an Haiti. Und eins war für ihn diese Geschichte von einem der letzten Kaiser, die Anekdote der O'Neill hat sie so erfahren, wo er sagte, über einen dieser Potentaten, dieser Kaiser von Haiti, er hat sich eben aus Silbergeld eine Silberkugel machen lassen. Und bevor man mit einer Bleikugel erschossen wird, hat er selbst dieses Phänomen, dieser Edelstahlkugel, mit der er sich ähnlich wie dass der Kaiser Jones versucht, sich dann umzubringen. Der eigentlich oder vor diesen Kollektiven, was im Unterbewusstsein ist, was ist ihm alles passiert, was sind denjenigen, die er gar nicht kennt, vor den Überfahrten auf dem Sklavenmarkt. All das kommt in seiner Flucht, bevor Haiti oder diese Karibiknation sich in Aufstand übt, denkt er, dass er mit seinem, was er in diesen weißen bürgerlichen Gesellschaften gelernt hat, wo er weißer als weiß ist, wie man damit umgehen kann, wie man Geld hat, wie man Erfolg hat. Das hat er geschafft und dann kommt das, was kollektives Unterbewusstsein nicht nur imaginär, immateriell ist, sondern als Material des Urwaldes, des Dschungels wieder auf ihn zurück, wo er völlig nackt wird. Er ist am Anfang ein Potentat in einer stolzen, goldbetressten Uniform und er wird dann wieder zu einem kreatürlichen Wesen, wo der Tod nicht mal die Erlösung ist, weil dahinter steht der Nächste mit einer, also ist die ganze Geschichte des Kaiserreichs und der Republik Haiti, der nächste Potentat, der die Macht übernehmen wird. Und es ist bei, nicht anders bei dem Harienaffen. Eigentlich am Schluss steht jemand, das ist wie ein Märchen, man denkt an Tarzan, an King Kong. Er wird in einen Käfig, er entdeckt seinesgleichen. In einem Käfig in New York, Entschuldigung, und sein Bruder im Geiste, der Affe, der Gorilla, wird ihn zerdrücken, zerquetschen. Auch in seinem Tod wird keine Erlösung sein, sondern diesen argen Weg der Erkenntnis, nachdem er eigentlich aus seinem Arbeitsraum da, wo man sagt, kann man denn da arbeiten, das ist bereits die Hölle, das Inferno. Es gibt Rodins Denker, das ist so eine Denkfigur, die ja immer wieder hier kommt. Also etwas im Höllentor in Paris, das Modell später rausgelöst, also diese berühmte, merkwürdige Bewegungsfigur von Rodin, der Denker,
den der Schenk immer wieder zitieren wird. Und auch der Affe in seinem Käfig wird diese Figur zitieren. Also mit Zitaten, wo man an etwas anderes denkt, außerhalb, ich sag mal, dass ein Mensch in seine Klasse geworfen ist. Das sind ähnlich wie bei Stirner. Max Stirner ist jemand, die hohlste Nuss unter dem Himmel der Philosophen, hat Karl Marx den Max Stirner genannt. Damit hat er nicht ganz Unrecht. Aber er ist etwas, was die Marxisten immer gehasst haben, dass möglicherweise, ich habe vorhin von Baudrillard geredet, wo so eine Assoziation oder eine Internationale der Asozialität entstehen könnte. Wenn die aus dem Punkt der Negativ, die immer etwas gegen, Hass ist gegen etwas, meistens gegen sich selbst gerichtet und man verliert eben, dass man sagt, ich habe einen Auftrag, eigentlich was zu verändern, zu vernichten. Und es ist vielleicht manchmal die Illusion, dass ich sowas zusammentun könnte auf dem kleinsten menschlichen Nenner, nämlich dem Mensch selbst und sein Einzige und sein Eigentum ist sein eigenes, sein Ich, sein Mich. Und dass die, wenn das sich zusammentun könnte, dann hätten diejenigen, die alles verkaufen wollen und damit die Geschäfte mit jedem machen. Es gab eine bestimmte Zeit, wo man bestimmte Sachen eben nur an weiße Puritaner, protestantische, später an Katholen, später an Juden, später an Farbige, später an Schwule und so weiter verkaufen will. Im Augenblick ist es dem Kapitalismus völlig egal. Hauptsache, du kannst kaufen, du kannst machen, was du willst und dich hinvögeln lassen, wo du willst. Das ist völlig egal. Kaufen, kaufen, kaufen. Das ist das Einzige, die Prämisse unseres Parlamentarismus. Manchmal auch Autos. Das sind die Sachen, die hier bei dem Harien Affen auch so ist. Der ist unten, dann kommt was von weiß, wie die holde Waldfee, alles ist weiß, aber das Weiß ihrer Maske, Mildred, die kommt runter und sie ist so weiß, dass man denkt, ist es noch ein Mensch oder ist es schon eine Leiche? Also wo das Gegenteil eigentlich von dem von Unschuld auch wieder da ist, das der Verwesung. Das Weiße trifft in der Föhrien Dekadenten, die Skizze vom Unterdeck ist eine, wo jemand, wo durch Arbeit Menschen zusammengehalten wird, durch die Art und Weise, was er auch selbst kennengelernt hat auf den Schiffen, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, in der Härte, in der Direktheit, in der Sehnsucht nach Musik, in dem Singen für einen Moment eben auch solch eine Form von Melancholie als so eine Lebenskraft, auch Kunst als Überlebensmittel praktiziert. Und man ist eigentlich ganz glücklich in der Hölle. Dann kommt die Illusion, die Entfremdung, die Dekadenz, die Art und Weise, wie die Weißen auf dem Oberdeck in der ersten Klasse sprechen. Das ist das, was man so entfremdete Sprache, Sprache, die nichts mehr transportiert, das ist das Museumsphilosophie, Kauderwelsch. Wenn sowas zusammentrifft, ja, diese Entfremdung in der Sprache auf einem sehr hohen, wohlständigen, millionärsmäßigen Niveau, weiß leichenhaft runter und das andere kommt, man begegnet sich und irgendwie ist die Begegnung traumatisch und dann geht jemand tatsächlich an Land und er versucht, Stationsdrama, also das ist wie Damaskus, wo wir im deutschen Expressionismus von morgens bis Mitternacht, man ist immer in verschiedenen Stationen, die in sich praktisch wie so, ja, wie so kleine Singles in so einer Konzept-LP sind. Sie gehören irgendwie zum Ganzen, aber sind auch selbstständig. Und diese Stationen gibt es hier in fast allen Stücken, die sehr filmisch sind. In allen Sachen, wo die Sprache mit einmal, es ist auch das Misstrauen der einfach dialogisierten Sprache, der Psychologien, was Menschen von sich selbst halten, ist etwas anderes, als was sie sind. Und das ist hier diese Kritik, dieses Misstrauen, was die Absurden später auf den Punkt bringen werden in den 50er, 60er Jahren. Das ist hier vor allem, dass man der Sprache misstraut. Deshalb ist das, was man pantomimisch, musikalisch macht, überall ist in der Nähe, da wo man noch nicht sprechen konnte, also wo man durch zitathafte Unterschriften, nämlich in den Filmen, gerade den deutschen expressionistischen Filmen wie Caligula oder Nosferatu, wo man das hat, das Schwarz-Weiß-Spiel, die Schatten, das Unterbewusste, was einem kommt, die Ängste, die einem begegnen, das ist hier eigentlich auch in der Form immer wieder verwandt. Es ist ein interessanter, moderner Stilmix mit allen möglichen Ingredienzien, die man zu etwas Besonderem zwingen muss.
Und aus diesem eigentlich diesen beiden Klassen, unten und oben, weiß und schwarz, entsteht etwas, wo jemand auf der Wanderschaft ist. Und er geht dann tatsächlich, wir kennen King Kong, der dann in die Stadt kommt, aufs Land und zerstören wird. Und so geht auch der Harry-Affe durch. Er versucht auch, Menschen zu finden, sagt, lass uns doch die Welt zerstören. Das ist wieder der baudrillardische Hass, der da ist. Und die Sozialisten werden sagen, wenn er dann an Land in Amerika, in New York ist, sie werden sagen, wir wollen die Welt verbessern. Wir wollen, wie Herr Schulz, sie menschenwürdiger machen. Aber eine elementare Infragestellung, dass das, was ist, ungerecht ist, hat weder was mit Freiheit, Gleichheit oder Gerechtigkeit zu tun, dass das alles nicht stimmt, das wollen die Sozialisten, das wollten sie ja nie. Und einer muss den Bluthund machen, wie der Herr Noske, und das machen jetzt wieder die nützlichen Idioten, wie die Sozialdemokraten ja oft sind. Also meine, aber das ist meine politische, muss nicht richtig sein. Das ist hier bei dem Harienaffen, da geht jemand durch und er hinterlässt auch so eine Spur des Schreckens, genauso wie der Kaiser Jones, der Menschen getötet hat, und der ganz am Schluss eigentlich anthropologisch auf sich selbst als Mensch geworfen wird. Auf der einen Seite ist es so eine rassische Ausgangsstellung aus demjenigen, der eben in Amerika, in den Vereinigten Staaten getötet hat, dann auf einer Karibikinsel sich zum Potentaten aufgeschwungen wird und dem das kollektive Unterbewusstsein seiner Vergangenheit dann fressen wird und er selbst eine Befreiung, aber keine Erlösung finden muss. Im sozialen Bereich ist es dann das, was der Harry-Affe ist, jemand, der aus der Unterschicht kommt, er will immer dazugehören, man will dazugehören, das geht ja jedem von uns so, man will irgendwie dazugehören, am besten, man versteht, dass man nicht dazugehören muss und das gibt einem eine große Freiheit. Die Vernetzung ist das Gegenteil davon und man kann vielleicht auch da glücklich werden. Das sind so Sachen, die der zum Schluss seines Lebens ist es ja, der hat einen Nobelpreis dann bekommen, die meiste Zeit hat er dann neben Nietzsche über Strindberg geredet, über seine Einflüsse, was man heute auch kaum noch macht, sind alles vor allem ja, Originalgenies. Diese lange Spur, diese Kunst von O'Neill macht, finde ich, macht es sehr interessant. Später während Trauer muss Elektra tragen, da haben wir so eine Variante von diesem ganzen antiken Einfluss der Geschichten des Vatermordes, des Schlafens mit der Mutter ist dort das thematisch eines langen Tagesreise ist praktisch die Abgründe, die der Mensch sich selbst schafft, eben durch diese Drogen, Alkohol, durch diese Form des Zusammenlebens, die Hölle, wie bei Strindberg, die Familien haben. Und am Schluss wird er immer weniger schreiben und immer mehr leben, was eigentlich sein Aufbruch war. Ja? Das fängt immer ganz gut mit Sprint an und dann ist das Leben dann so ein Marathon und am Schluss wird der Schritt halt schwerer. Und so wird O'Neill dann auch sterben. Das Interessante ist, dass er eigentlich an politische Aktionen, das ist ja auch eine Zeit der 20er, der 30er Jahre, nicht nur in Europa, in Amerika, wo alternative Staatsformen wie der Faschismus, der manchmal auch eine Kunstform erfährt, wie im Futurismus, ausgesprochen skeptisch entgegensteht. Also jeder politischen Bewegung setzt er eigentlich diesen individuellen Max Stirner Anarchismus entgegen, weil er an solche Zusammenhänge der Veränderung nicht wirklich glaubt. Und das ist etwas dann merkwürdig in 20er, 30er, 40er Jahren, wo man dann merkt, dass die Welt sich durch diese Gefährdung, gerade durch den deutschen Faschismus, vielleicht auch politische Aktionen sinnfällig geworden sind. Das sind so Sachen, die einem vielleicht durch den Kopf geht, wenn man diese beiden Stücke, die so wie von verschiedenen Ausgangspunkten manchmal sich kurz überschneiden, um dann in verschiedene Richtungen zu gehen, dass man die vielleicht zusammen machen könnte. Es ist ein bisschen, man hat viele Filmtechniken, man hat dann solche Kompositionsmöglichkeiten von Chor, was immer ein bisschen langweilig ist, dann solche chorischen Sachen zu machen. Die Frage ist eben, wie viel Individualisierung dann, wenn man das darstellt, wie viel ist möglich.
Es sind so Ausbrüche, die einen für mich auch immer viel mit Arto zu tun hat. Arto, der eigentlich ja auch sowas ist, ja auch so ein Psychologe, wo man sich auch ein bisschen Stanislavski und Tschechow und sowas vorstellen kann. Und Arto ist wie so mit einer ungeheuren Beschleunigung kommt was ganz anderes raus. Und wenn man sich die letzten Arbeiten von Arto, sowohl die philosophisch-historischen als die künstlerischen, also er hat dann Hörspiele geschrieben, Ende der 40er Jahre, bevor er in der Psychiatrie gestorben ist, die das öffentliche französische, der Rundfunk gesendet hat, also das würde man heute nicht mal mehr beim Privatsender durchkriegen, die schrien, gekreischt, alles mögliche in den Darstellungsformen der Auflösung nach so einem Zweiten Weltkrieg, was sehr besonders ist. Und so kommen einem die Sachen, wenn man die so liest, da, ja, sind so interessante Assoziationen. Das ist ja auch beim Kaiser Jones, der ganze Schluss, da ganz langsam wie ein Herzschlag, weil er ja auch komponiert, ja, das sogar direkt bei Wagner meinte, wo so eine Komposition des Herzschlags, da ist ganz langsam und ganz leise, wie im Hintergrund, wie auch bestimmte Trommeln, die aus den Bergen des Aufstandes kommen, wenn Kaiser Jones in den Dschungel geht. Und dann wird es immer mehr, das Trommeln, der Herzschlag wird immer mehr, und das sind wie Aufstandstrommeln, die praktisch zur Rebellion, zur Revolution aufrufen. Und diese musikalischen Sachen, die ja immer wie eine, ja, das sind intermediale Zufügen von Sachen, die erstmal fast logisch nicht zueinander gehören. Und dieses Big Big Burgerhafte, also wo eine Scheibe zur anderen kommt, macht das interessanter. Also es ist nicht so eine psychologische Schnellstraße, die wir heute machen. Worum geht es? Aha, der Vater, ja, Missbrauch, aha. Ja, das wollen wir versuchen, wie man das machen kann. Es ist so ein, es ist eben nicht so eine Kaffeehauspsychologie, alle sitzen da und das ist der Tschechow, ist ja, niemand hat sich mehr aufgeregt als Tschechow über den Kirschgarten, als er den von Stanislavski gesehen hat. Und Stanislavski war ja der Lieblingsregisseur von Stalin. Und dem hat es natürlich gefallen, die Interpretation der Kunst durch Stanislavski. Und Tschechow fand es furchtbar, weil seine Sachen natürlich alle Vaudeville-Spiele sind, ja, wo man einfach lachen muss. Ja, und die natürlich immer dieses untergründig ironische, infragestellende hat. Und hier ist es eigentlich so, das ist eruptiver, also die Nähe, ob Rambo oder der junge Brecht, der finde ich, ist immer wieder da. Und die Menschen sind so, wo man merkt, manchmal, du kriegst eins in die Fresse, das versteht man, aber dann hat jeder seinen autonomen Bereich da drin, auch als Mensch, bevor er dann scheitert oder eingeht, wie in New York in den Straßen, wenn man dazugehört. Aber die Menschen, die dann der Cenk begegnet, er kann sie anrempeln, alles, das gehört alles dazu. Sie sind praktisch, er wollte, glaube ich, auch Masken dafür haben, weil sie völlig austauschbar sind. Sind nicht mehr als, was der Brecht doch wollte, typische, also im Sinne von historisch bedeutsamen Einzelwesen, also Menschen, die tatsächlich auch etwas Eigenes auch in einer aussichtslosen Position erreichen können. Es ist immer so, erfolgreich, erfolglos zu sein. Das ist eigentlich das Interessante jenseits der Maskenhaftigkeit, die wir haben. Also insofern ist das hier ein Aufbruch, wo der tatsächlich ein Einzelner, der O'Neill mit einer Wahnsinnskraft gegen diesen Boulevard des großen, erfolgreichen Theaters, also des Melodrams, das, was wir heute auch noch kennen, sich gewehrt haben. Durch viele kleine Theater, durch solche Aufbrüche, durch eine andere Form von Dramatik, die Einflüsse, die er hatte, und mit einmal ist er hat er den Schalter umgelegt im amerikanischen Theater. Und schon in den 20er Jahren, also Erwin Piscator hat Kaiser Jones an der Volksbühne inszeniert, viele Kritiker sind sofort, haben diesen besonderen Ton, der hier angeschlagen wird, erkannt. Und schon in den 20er Jahren war O'Neill ein bekannter Schriftsteller in Deutschland. Und ja, und ich dachte mir, vielleicht müssen wir mal sehen, wie wir das zusammenkriegen können. Und ich glaube, dass diese zwei Züge, die aufeinander zurasen und kurz davor, also fahren sie weiter zu verschiedenen Zielen. Beide mal steht so ein End. Wahrscheinlich.
Ja, jetzt muss der Alexander mal erzählen, wie er die Bühne denkt. We are continuing our adventure and we are starting from Europe, I mean from the boat in the lower part under the Bühne. There will be a room, kind of high-class room in the boat with the windows, where we will use the same trick what we done it in Faust. Through the windows we will see the sea, how it and boat is traveling. In the very neighborhood of this room, also downstairs, there is a big boiler room, which will be mainly full on the floor with the coal. And there will be five stoves, one with a real fire and four with a light. But there will be a possibility that we are feeding this boat, which is working. We will use this coal, fake coal, to put in these holes. From this lower part, by the stairs, we are going up, and we are in New York of 20s. This is typical New York subway station of 20s, till some of them, they're still existing, but they're looking like some kind of dinosaurs in the night. And this is this front side of New York with the newspaper stand inside. We'll see at the moment, I'm not sure what we're going to put inside. It will be maybe, we can decide what will be inside, but from outside is a newspapers booth. There is also connection with the down lower part and upper part. They are grids. This is a little bit cliche, but it looks sometimes nice for the haze and in the empty or night street of New York. But anyway, downstairs is a boiler room which is full of steam and this kind of thing. Okay. Here is the big billboard of Camel with the captain. This is original one from the little bit adjusted. And then there is a hall of the mouth of the captain. And we made, guys from the theater, they made an excellent machine, which is on the back. And this guy is always making the big rings of smoke, which are going for 10, 20 meters towards the audience. When we pass this New York environment, we are on the back in the same kind of New York style, but jungle style or Caribbean style environment. This construction here is mostly, it looks like those towers which are in South America. Some tribes, they are using those towers when the young guys, they are mature and they have to jump for the air. And this construction will be kind of that, with a lot of influence of this recent few years, refugee camp, kind of refugee camp slash jungle suburb of New York or whatever. And of course, everywhere around, I will put this kind of from 12 Monkeys till Planet of the Apes, but a lot of this comments of the films about the apes and about the monkeys. Of course, we are using here huge projection screen, which will be with the projector, and at the moment we are still looking for the places from this side where we're going to use either LED screen or a projector. We'll see because of those scenes which are downstairs. Naja, es ist einfach so. Eigentlich versucht man da drin auch so eine Geschichte. Ja, wir haben diese Vorlagen und versuchen da drin unseren eigenen Film so zu erzählen, was einem noch so einfällt. Ja, woran Blödsinn. Und da das System ist Blödsinn, kann ich jeden Blödsinn ja verwenden. Also so alles, was man gerade hat. Und das ist so, dass man sagt, naja, das ist alles ein bisschen ideenflüchtig,
aber irgendwie gehört zusammen und dann ist man, es ist ganz komisch, ich kannte auch nur in den O'Neill nicht so gut, aber man liest, merkt man so, wie viel Gemeinsamkeit man so hat. Auch im Alkoholgenuss. Dann wird immer diesen Größen, naja, furchtbar. Und aber die Geschichte zu erzählen, auch mit Kamera, ich muss nochmal sagen, das ist auch, also weil wir uns ja hier alle so kennen, das ist eigentlich nicht so, wie ich mag keine Clips oder so. Eigentlich ist es nur, dass man, das ist ja auch ein großes Theater und also das ist wenigstens ein Theater, Volksbühne war ja, wenn man, das war das einzige Schöne am Berliner Ensemble, sitzt so, man kann Leute verstehen und man kann sie sich auch angucken, weil so schön. Also so deutsche Theater, obwohl ich langweilig finde, in solchen Häusern zu arbeiten. Hier ist ein Riesentheater und da ist natürlich auch die Kamera immer dazu da, dass man für den Zustand eines Menschen, also wie eine Großaufnahme, immer weißt du einfach, du musst ja nicht groß spielen, du wirst wieder einfach in der Kamera bist. Das ist ganz ehrlich, das ist nicht groß Kunst, aber das stimmt einfach, das ist authentisch. Und das ist wichtig für die Kameras, ja, dass man solche Sachen baut, nicht Kunst, Scheiße, sondern eigentlich macht dich also eine andere Form von Nähe für den Zuschauer zu sagen, ach so, so weint sie und das Weinen mit einmal ein Weinen ist, wo ich sage, ich glaub dir, auch wenn es manchmal das Weinen dann langsam aus dem authentischen Weinen dann immer Richtung Arie geht. Also diese, das Wagner-mäßige, das ist eine schöne Entdeckung, diese forcierte Theatralik, die dann drin ist, wo man merkt, es wird mehr, dann wird es peinlich, dann wird es noch peinlicher und wenn es noch peinlicher als peinlich ist, dann entsteht Kunst. Das muss man bloß aushalten. Und das Aushalten ist so oft, wo man Angst hat in der Gesellschaft bei allen sagen, naja, ein bisschen frech ist gut, aber zu viel frech auch nicht. Ja, okay, muss ich in Hamburg nicht erzählen, ihr wisst das ja. Aber so eine Sache, naja, auch die man kann doch nicht ernsthaft über die Moral reden. In Berlin Mitte wird so viel geredet, wie man anständig auch mit Frauen und Männern um jemanden nach Marzahn, kriegst ein paar in die Fresse, wenn ein falscher Wort. Das geht ganz schnell. Oder wenn du hier bist und dann siehst du die tatsächliche Realität von sexuellen Praktiken, brauchst du bloß ein bisschen weiterfahren. Also, das ist alles einfach für die Mittelschicht, die sich sowohl in so einem mittelwarmen Bad sühlt und sich dann wundert, dass Herr Trump gewählt wird. Weil alle in den Medien sagen, das ist ja nicht möglich und ist auch nicht richtig. Und das ist so, ich will nicht sagen, ob das ein heilsamer Schock war, um auch Antikräfte wieder zu aktivieren, aber die Form von Selbstgefälligkeit, in der wir hören ja auch zu dieser Klasse, die ist gefährlich, weil wir sind alle auf der Seite der Guten, man kann da nicht drauf sein. Das ist eben auch bei dem O'Neill und darin die Geschichte zu erzählen, die auch so was Verqueres hat. Deshalb, eigentlich wäre es schön, auch wenn man diesen großen Gott Brown, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so eine super Geschichte. Und die ist mit Masken ganz konsequent erzählt. Zwei Männer, der eine ist ein Künstler, der andere in Architektur, Künstler, der andere ein Architekturmanager, dazwischen ist eine Frau. Und das ist deren Leben, wie sich das entwickelt durch diese Masken, durch diese Entfremdungswelt. Müsste man eigentlich auch machen. Aber vielleicht mache ich der Karin noch auf dem Weihnachtstisch ein kleines Präsent. Oh. Ja, so ein Team. Aber damit mal, ich muss jetzt sehen, ich kann mir das nicht mehr leisten, ich bin jetzt abhängig. Naja, ja, vielleicht die, wo ist Adriana? Ich bin hier. Adriana, also wer noch nicht, aber ihr kennt sie wahrscheinlich, wir machen immer, also wir sind so eine Achse des Bösen, Brasilien, Serbien, Ostdeutschland. Und unseren Höhepunkt haben wir aber schon in Bayreuth. Oder? 15 Minuten Buß, da hat sie doch ein bisschen Angst bekommen. Frank, komm runter. Nee. Blasen? Blas? Ja, ein bisschen. Nee, aber sag mal. Also ich mache auch, wie Dennis also mir so ein bisschen erzählt hat, also Karibik und dann auch dieses New York 20er Jahre und Kolonialismus. Wir kriegen auch wahrscheinlich Statisten, ne? Oder? Ist das so? Also wir tasten uns an, wir müssen gucken. Also es sind ja zwei Bücher und muss man sehen. Ich habe ja Mutfotos wie immer. Und breite ich aus und dann gucken wir mal, was dann so passiert. Da habe ich nichts zu sagen.
also haben die beiden auch schon sehr viel gesagt. Ich gehe in die Ströme, sozusagen. Cooler Trick. Cooler Trick. Wir haben immer noch eigentlich einen Text, wo ist gerade der? Ja, mal hinten. Den wir immer noch als Bonusmaterial haben, das ist der Auftrag von Heiner Müller. Und da ist Kader letztens wieder geglänzt als das Portas. Großartiger Text, also der so antizipatorisch ist, unglaublich, was die Zukunft angeht, der geradezu von O'Neill sein könnte. Ja. Ja, den haben wir letztens auch wieder drin gehabt. Ich habe nie eine Arbeit zweimal gemacht, aber bei dem Auftrag, der geht einem nicht aus dem Kopf. Also falls, könnt ihr mal lesen, hat man viel Spaß dran. Ist wirklich ein Welttext. Gut, sonst freue ich mich drüber und dann gucken wir mal vor Weihnachten nicht mehr so viel. Wir müssen ein bisschen so arbeiten, weil Marc ist dann ein paar Tage weg. Wie wir das schachteln, ja? Und dann fangen wir mit dem Anfang irgendwie an. Ja, so ein bisschen, ja, mal gucken. So. Ja, sonst schöne Weihnachten. Ja, freue mich und wir gucken dann, ne? Wie wir das machen. Ich weiß nicht, manchmal, ich habe hier, das ist der Einzel und das Eigentum, das sind 350 Seiten. Also wir haben hier noch Material. Kennt ihr, halt, außer Patrick macht Dramaturgie mit, wir haben im erste Mal zusammengearbeitet in Bayreuth und du kennst Max Stirner, der Einzelne, das Eigentum, ja. Komm auch mal lesen. Aber ich meine, normalerweise, ich will bloß nochmal sagen, ist immer ganz schön, wenn man auf der Innenseite so eine Naivität hat, wo man jeder, der, ob Kind oder alt, doof oder klug, man guckt hin und man versteht. Oder man hat, ist wie Lyrik. Man kann ja nicht jeden von Rilke, man muss ja ein Gefühl für was haben. Ist nicht eins zu eins. Man hat mit einer gewissen Naivität, man sieht einen Vorgang und der eine sieht es ein bisschen mehr so oder so, aber man versteht es. Das ist ein einfaches Verstehen. Wie, ja, auch wenn du es gut gemacht hast, auch Chinesisch verstehe oder Japanisch. Und so ist es eigentlich so eine Geschichte daraus, versuchen zu erzählen und mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also deshalb sind die Kameras als erzählende Instrumente halt sehr wichtig, ja. Weil man dann, man arbeitet natürlich auch viel schneller, wenn man dann weiß, wie man eine Wirkung macht. Und dass der Satz dann auch immer, sind ja auch viele Sachen, das ist auch das Melodram, am Schluss einer Szene hat es immer was Pointiertes. Und das Schöne ist wie ein eine Pointe eines Witzes. Am Schluss ist etwas, ach, darum geht es, ja, dass man es dann wieder verstehen darf. Das ist ganz schön. Gut, dann bedanke ich mich. Oder ihr habt Fragen oder in Fragestellung vor Weihnachten. Nach Weihnachten bin ich besser drauf. Ich habe mich gerade mit Samuel unterhalten. Ich weiß nicht, ich muss mal, hattest du mal Burnout? Ich? Nee, Gottfried. Josef. Ich habe immer in Zürich zu Josef Gottfried. Aber nee, Burnout hatte ich noch nicht, nee. Der ist klar. Dann kannst du ja jetzt. Ich kann es mal ausprobieren. Christoph war nicht schlecht. Christoph ist nicht mehr in Zürich Intendant gewesen, Markthaler, und hat ganz viele Leute engagiert. Und dann wusste er nicht richtig, dachte mir, und kurz da hat er dann nochmal einen ganzen Schub von 10 Leuten engagiert und dann hat er sich aus Korsika krankschreiben lassen und hatte Burnout. Ja. Und ich konnte dann die Scheiße machen. Ja. Da warst du nicht mal, weil Stucki war bei. Und Sophie. Au revoir nachher, ganz schön. Haben wir auch was Amerikanisches hier. Ne? Und ich möchte jetzt wissen, wie Burnout ist. Nee, ich glaube, ich hab's auch. Aber. Gut. Also, ich würde mal vorschlagen, wenn es euch nicht stört oder müsst ihr wegen Kinder oder so, also meistens, wir können auch früher anfangen, aber eins wäre mir ganz angenehm, also wenn wir das machen können. Wegen Abholen muss der Bus sagen, ja, ja, oder so, dann machen wir das so. Oder wenn ihr Drehtermine habt, kein Problem. Bis eins, dann könnte ich noch.
auf dem MDR in aller Freundschaft sehen. Bis 12.30 Uhr. Gut, danke schön. Gut. Sehr gut.